Ich stell's mal so dahin. Ich habe heute wirklich, wirklich richtig gute Laune. Taschentücher, Junge. Legst du mit mir an oder was? Schwör. Hol die wieder. Arschloch. Bonjour, meine Freunde der Leichen- und Leichenunterhaltung. Wir spielen heute eine Runde Toilettenpapier-Simulator. Einmal noch kurz Toilettenpapier-Simulator. 2014. Nur so mal hingestellt. Kann sein, dass es schon 2013 gab. Also ist nur so in den Raum gestellt. Nur so in den Raum. Ich fühle mich gerade wie Rach, Alter. Rach, der fucking Kunst. Wenn euch das gefallen sollte, kann sein, dass ich heute ein bisschen aggressiver bin. Im Grundtonus. Wie Christian Rach, dieses Restaurant ist nicht sehr gut. Dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Und jetzt lasse ich mich weiter von dem komischen Elefant hier anspritzen, eine halbe Stunde lang vor mir, und starte das Game. Das wird bestimmt super. Ist wie immer ein Zusammenschnitt. Gesichtsapplaus. Hallo. Ja, heute Morgen erstmal ein bisschen, ne, duschen gegangen. Ist auch kein Problem gewesen für die anderen Leute, aber das ist immer wichtig, wenn man warm duscht, ne. Zwischendrin, Leute, dürft ihr nicht vergessen, immer minimaler Amount, müsst ihr immer denken. Minimaler Amount. Hydrating! Das hilft immer nach der warmen Dusche. Drei Wettertaft am Arsch. So, wir starten mal das eigentliche Spiel jetzt. Ach, ich bin Toilettenpapier. Oder sitze ich auf dem Klo? Nee. Ich kann Mode noch um... Oh. Oh. Nachtmodus. Oh. Day Mode. Was ist das hier oben für ein Mode? Ach, Late Afternoon. Also entweder können wir am Strand kacken, dann ist es mitten am Tag. Oder wir kacken am Tag, dann sind wir falsch. Oder wenn wir in der Nacht kacken, dann sind wir in New York City, Alter. Was ist denn da los? Was sind das für Autos? Guck mal, wir sind ganz klar definitiv in irgendeinem fetteren Haus, Alter. In irgendeinem Hochhaus. Läuft hier gerade so Thai-Mucke? Also wir sind ganz klar in irgendeinem Hochhaus. Aber dennoch, ich bin immer noch nass. Aber dennoch, fahren hier Autos vorbei. Sieht aus wie so ein Psycho-Killer-Mörderhaus, Alter. Besonders er da oben noch so irgendwie so ein Fuß-Dipper, Alter. Da kannst du richtig schön deine Füßchen reintun, einen richtigen Massaging machen, Alter. So richtig so. Mach das dann mit den Füßen. So geil. Kann man auch mit Flüssigkäse füllen. Dann hat man Käsefüße. Käsefüße. Neben dem Faktor, dass wir uns ein bisschen nach unten gearbeitet haben, jetzt hier und auf einmal auf dem Boden liegen. Ah, guck mal, tagsüber, das ist natürlich logisch, wenn die ganze Stadt wieder niedergerissen ist und der Wald da ist, sind wir natürlich an der Wand, ey. Gut. Ich will das Klo sehen. Da gibt's immer so komische Sachen im Klo. Hallo. Viele nennen es das braune Spielzeug. Was? Hier ist ja schon ziemlich viel Luftfeuchtigkeit, wenn die Dusche hier oder auch, wie gesagt, dieses Loch, wo definitiv irgendein Elefantenpenis gerade durch die Wand pisst, drin ist. Es muss ja schon ziemlich warm sein. Also so viel, man schwitzt dann viel.
verliert halt viel Wasser, muss man den Wasserhaushalt natürlich auch aufgefüllt. Hydrating! Es hat Kohlensäure, ist es schlimmer? Aber es ist so schwül. Und das Klo ist auch nicht okay. Hydrating. Cool, das sollte man vielleicht. So, das sollte man definitiv nicht ins Video schneiden, denn Rülpsen ist nicht schön. Wenn ihr ein Toilettenpapier wärt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne wärt. Ja, ich wäre gerne so vierlagig, ja. So ein schönes vierlagiges so Toilettenpapier, ja. Ich lebe das voll, nicht? So, ich wäre lieber das Toilettenpapier hier, ja, ne, das ist so schön, guck mal, ja, ich wäre vielleicht lila, ne, lila ist schön, ja, ja, ist eine schöne Farbe, so. Ja, heilige Mutter Gottes und Maria Josef, der hat nichts mehr mit Kohlensäure hier. Ist ein bisschen merkwürdiger Mensch, der kein Klodeckel hat. Entschuldigung, das passiert immer, wenn ich das Meer sehe und die Sonne. Ich war früher ein Wal. Flüsterer. Mein Name war. Franz. So, meine Freunde der leichten Unterhaltung, das war's wieder von diesem wunderbaren Simulator. Wenn ihr euch jetzt auch an die Brüste packt und diesen Simulator toll fandet oder den Zusammenschnitt, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr den gerne selber zocken wollt. Der Link davon ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Morgen, nicht wahr, übermorgen, kommt schon das erste Gamescom-Teaser-Video, vielleicht auch schon ein bisschen was von der Gamescom und dann ganz viele Vlogs. Mein Kanal wird sich ja jetzt so langsam ein bisschen umstrukturieren, denn es werden dann jeden Tag immer 2 Gamescom-Videos kommen und für eine Zeit lang kein Gameplay. Also morgen noch Gameplay und dann ab übermorgen ist eben alles auf Gamescom und Video Day ausgerichtet für die nächsten 5 Tage, dass ihr aktuell dabei seid. Also tell your wife, tell your kids, bla bla bla, was ich. Hier gibt es dann fetten Gamescom-Content auf den Kanal. Wie gesagt, aber wenn euch das gefallen hat hier, dann könnt ihr Oh Happy Day erstmal einen Daumen nach oben da lassen und, keine Ahnung, Brüste loslassen natürlich dafür, das ist. Ja, Brüste, immer Brüste in deinem Video, hast du ein Problem mit denen? Nein. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Yeah.